Ja, das war damals schon, wie ich Kind war. Da haben die Eltern und die Älteren, die hier damals gewohnt haben, noch immer, die haben dann davon erzählt, auch von den Unterirdischen. Also das Petermännchen ist ja schon seit dem Mittelalter hier ansässig und es spielt schon in den jüngsten Sagen mit. Und schon die älteren Bauern, immer war das Petermännchen Bestandteil der Kultur von Benno. Und wenn Sie um 0 Uhr das Ohr auf den Berg legen, oben hier auf dem Petersberg, dann hören Sie, wie er da unten schmiedet. Im Schubiner Schloss soll es ja einen Geist geben. Haben Sie den guten Geist denn schon einmal persönlich gesehen? Also ich habe natürlich schon viele gute Geister des Schlosses gesehen. Sie meinen wahrscheinlich das Petermännchen. Das habe ich selber bisher nur auf Gemälden oder als Skulpturen gesehen. Aber wenn man am Abend noch so im Büro sitzt, hat man manchmal schon den Eindruck, es guckt einem jemand über die Schulter oder man hört so ganz eigenartige Geräusche.